Ich grüße euch zurück hier bei Dragon Age. So, hallo Hauptmann Rylan. Wir wollten weitermachen hier in der Griff von Flügelfeste. Ja. Wie war das mit den Banditen? Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn ihr mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen. Verdammtes Pack. Hört sich nach einer Aufgabe an. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Ich würde sagen, wir haben eine neue Aufgabe, die uns wahrscheinlich... Festungsbesetzer. Ritualturm, da waren wir doch gerade noch. Ah, vom Passhaus ist es ja ein kleiner Katzensprung. Dann würde ich sagen, erledigen wir das mal eben. Ich denke mal, dass wir zurück zur Himmelsfeste reisen müssen, ist auch mittlerweile mehr als offensichtlich. Lege den Banditen das Handwerk. Ist natürlich jetzt ein kleines Streckchen, aber... Wie gesagt... aua. So. Aber wir wollen natürlich unsere Pflichten als Inquisitor erledigen. Und dazu gehört natürlich auch die Sicherung des Gebietes. Diese Einöden hier. Das ist unglaublich. Ja, wir lassen die... Wobei, da können wir mal eben den Kampf erledigen. Das geht so einfach und schnell. So. Das lohnt sich auf jeden Fall alleine für die Erfahrung. Oh, die kämpfen gegen einen Stachelrücken. Die lassen wir mal kämpfen. So, da vorne der Ritualturm. Dort sollen ja angeblich Banditen sein. Ich bin gespannt. Sandweiten. Und der Ritualturm. Oh man, da werden die Wächter wirklich aufs Übelste und Grausamste manipuliert. Schon Wahnsinn, wenn man weiß, wie willensstark doch die Wächter sind. Und natürlich auch sehr gelenkt von ihren eigenen Traditionen, die ihnen hier mehr oder weniger zum Verhängnis werden. Blackwall ist da runtergefallen. Quest abgeschlossen. Lesen. Werte Herren, lasst die Wächter ihre Arbeit machen, konzentriert euch auf den Drachen. Also irgendwas haben die mit dem Drachen vor. Wollen die aus dem Drachen Erzdämonen machen oder was? Ich denke mal schon. So, die Aufgabe ist jetzt auch verschwunden. Dann würde ich sagen, da kommen wir noch nicht weiter. Wir reisen erstmal zurück zur Himmelsfeste. Weltkarte. Hier wartet der Abgrund, Himmelsfeste. Ja. So. Lange ist es mittlerweile her, dass wir hier gewesen sind. Umso wichtiger ist es, wieder hierhin zurückzukehren, denn wie gesagt, auf uns warten noch viele Aufgaben, viele Pflichten, die wir erledigen müssen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, inwiefern das gut funktionieren wird. Die Getränke von Cedis. Garbolgs Hinterlandreserve, vermutlich zurückgelassen, um eine Beschlagnahmung durch die Obrigkeiten zu verhindern oder infolge eines Magenkrampfes? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann. Die Himmelsfeste. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir erneut richten müssen. Das könnten wir dann auch mal eben machen. Allzu viele Dialoge führen würde ich eigentlich nur ungern. Mit Solus würde ich gerne reden. Und eventuell mit Josephine über diplomatische Dinge. Aber ansonsten würde ich dann tatsächlich einmal die ganzen Dialoge aussetzen, damit es auch nicht zu viel wird. So. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne einmal mit Blackwall sprechen, wo ich gerade darüber nachdenke.
Ach Gott, Aufwertung. Lazarett, eine optische Aufwertung, die das Versprechen der Inquisition zum Ausdruck bringt, all jene willkommen zu heißen und zu beschützen, die Unterstützung suchen. Oder Trainingslager, eine optische Aufwertung, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition der Rekrutierung und Ausbildung ihrer Soldaten verschreibt, damit alle, die kämpfen wollen, auch bestmöglich darauf vorbereitet. Nein, Lazarett, ja. Ich sehe keine Veränderungen. So. Keine Veränderung, oder? Sie sagen, es war ein Erzdämon. Inquisitor. Ja, hallo, 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 ich möchte gerne verkaufen. Verkaufen. So, verkaufen. Und zwar möchte ich hier gerne einmal die ganzen Wertsachen wieder verkaufen. Weg. Zwei. Hat sich ja gelohnt. Müsste gleich eigentlich noch einmal zu einer Schmiede eilen. So. Ja. Hallo Blackwall. Wir müssen so schnell wie möglich zur Festung Adamant. Da stimme ich dir zu. Zu verhindern, dass Korypheus die Wächter vernichtet, dürfen wir sie uns nicht entgehen lassen. Auf keinen Fall, aber was ist denn überhaupt in Adamant? Was denkt ihr, werden wir in Adamant vorfinden? Nichts Gutes. Es war schon schlimm genug, vom Plan der Wächter zu hören. Jetzt werden wir es mit eigenen Augen sehen. Im besten Fall einen Albtraum. Im schlimmsten Fall einen Albtraum, gefolgt von unserem qualvollen Tod. Ich kann noch immer nicht glauben, was sie da tun. Ich dachte, ich würde den Orden verstehen. Oh Mann, der Arme. Okay. Nichts im Moment. Vielleicht später. Aber mal wieder ein aufschlussreiches Gespräch. Stelle. Wir haben ja ein neues Drachentier, genau. Jägerschatten. Das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, haben wir noch nie benutzt. Endlich ein Ort für die Pferde. Verdammt, ich habe die feraldischen Pferde vergessen. Was ist das denn? Boah, das ist gruselig. Oh Gott, das ist gruselig. Ich glaube nicht, dass ich das lange benutzen werde, das gute Reittier. Das ist ja furchteinflößend. Trotzdem ist alles noch so zerstört. Ich dachte, hier würde sich jetzt was tun. Langsam aber sicher. Um Leben zu retten. Das könnte es Wichtigeres geben. Ja, zum Beispiel ein Ort, dass sie nicht, damit die nicht mehr auf dem Boden rumliegen müssen. Das ist ja grausam nahezu. So, hier kann ich doch bestimmt irgendwo... Oder nicht... Ah, hier steht was Neues. Ah, das sieht ja schon mal gut aus. Hm, sind wir ein bisschen blass heute, Inquisitor? Zu viel Gallensaft vielleicht? Soll ich euch schröpfen oder wie wäre es mit einem Kräutertrunk? Nee, danke. Na? Cassandra. Ein richtiger Dialog sogar. Egal, wie lange ich das hier anstarre, ich komme einfach nicht weiter. Oh, so stur wie immer. Ja, wir wollen natürlich helfen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, vielleicht. Erinnert ihr euch noch an den Dämon in Theronfall, der sich als Lord Sucher Lucius ausgegeben hatte? Wir haben den echten Lord Sucher nie gefunden. Und auch nicht seine Leiche. Um genau zu sein, war unter den Roten Templern kein einziger Hinweis auf irgendeinen Sucher zu finden. Und auch sonst nirgends. Ich befürchte, langsam Korypheus könnte sie eingesperrt haben. Ui, das wäre gut. Mögliche Verbündete. Ja. Oh, könnten die nicht einfach tot sein? Auch eine gute Frage. Warum sollte er sie einsperren? Er könnte sie ebenso leicht getötet haben. Leicht wäre es ihm mit Sicherheit nicht gefallen. Aber ihr habt recht. Sie könnten auch tot sein. Allerdings tötet ein Dämon des Neids denjenigen, dessen Platz er einnimmt, nicht. Er versteckt ihn irgendwo und lernt etwas über ihn.
Es muss eine Spur geben, der wir folgen können. Allerdings habe ich bisher nur Hinweise entdeckt. Sie könnten aber auch genau wie die Roten Templer geendet sein. Sucher nehmen kein Lyrium. Ich gehe davon aus, dass Korypheus die Kontrolle über die Templer erlangte, indem er das Lyrium, das sie ohnehin genommen haben, verdorben hat. Um dasselbe mit einem Sucher zu machen, müsste man ihm das Lyrium aufzwingen. Es mag sein, dass genau das geschehen ist, aber so kann es nicht angefangen haben. Irgendein Teil des Rätsels fehlt uns, Inquisitor. Und ich muss es finden. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ja, das ist ihr wichtig, mir aber auch, muss ich ehrlich sagen, denn wir tragen nicht nur die Rüstung eines Templers, ich möchte auch gerne die Templer vollkommen und vollständig auf unserer Seite wissen. Es bedeutet euch offenbar viel, sie zu finden. Ich habe den Orden verlassen, aber ich könnte ihn niemals aufgeben. Dabei kann ich nicht einmal behaupten, dass es von Vorteil wäre, ihn zu retten. Er wäre der Inquisition nicht freundlich gesonnen. Und dennoch, wenn es eine Chance gibt... Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn wir einige Ressourcen erübrigen könnten, um diesen Spuren nachzugehen. Das werden wir. Ich schätze mal, das ist ein neuer Einsatz, der verfügbar sein wird. Vielleicht sollten wir mit Cullen mal sprechen, der hat sicherlich auch etwas dazu zu sagen. Ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Cedars. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Hawk. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Super, dankeschön. Ich würde sagen, trotz alledem müssen wir auf jeden Fall nochmal mit Cullen reden. Auch Josephine ist natürlich immer wieder sehr, sehr interessant. Ein Problem bedarf eurer Aufmerksamkeit, Inquisitor. Einige adlige Anhänger der Kirche in der Stadt Jada beschuldigen euch, für den Tod der Göttlichen verantwortlich zu sein. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach Jada zu schicken, um die Angelegenheit zu klären. Ja, wir brauchen weder Propaganda noch Stärke, wir brauchen einen Diplomaten. Schicken wir ein paar Gesandte nach Jada, um die Leute zu überzeugen, dass ich kein Monster bin. Ausgezeichnet. Ich denke, es wäre ein großer Gewinn, sie für euch einzunehmen. Ja, ihr merkt das. Auch kleine Dialoge haben große Folgen. So. Hoho. Hohoho. Okay, wir müssen nicht urteilen. Das gefällt mir. Hier hat sich auch erstaunlich wenig getan, wie ich finde. Solus. Wir müssen verhindern, dass die Wächter diesen wahnsinnigen Plan in die Tat umsetzen, Inquisitor. Freiwillig diese alten Götter ausfindig zu machen, in einem bizarren Versuch der Verderbnis zuvorzukommen. Ja, sie sind besessen. Die grauen Wächter waren schon immer gefährlich. Sie sind davon besessen, die dunkle Brut um jeden Preis aufzuhalten. Wie ein Mädchen, das am Rand einer Klippe einem Schmetterling nachjagt. Mit dem Unterschied, dass wir alle in die Tiefe stürzen, wenn ihr sie nicht aufhaltet. Diese Narren und ihr Pflichtgefühl. Verantwortung ist keine Fähigkeit. Und blindes Handeln ist nicht zwingend besser als Untätigkeit. Verzeiht mir, allein die Idee ist verstörend. Kann ich verstehen. Mann, die Malereien an der Wand sind schön. So, ich möchte aber auf jeden Fall mit Cullen sprechen. Denn der hat sicherlich auch etwas zu den Templern zu sagen. Hat er doch selbst Lyrium genommen. Nicht wahr, mein Freund? Ich habe es geahnt. Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Heißt das, ich habe gewonnen? Na, wir wollen wirklich nicht stören. Diese Zweisamkeit könnte lustig werden.
Bitte, meinetwegen müsst ihr nicht aufhören. Also gut, ihr seid am Zug. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich, dann seid ihr nämlich unausstehlich. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Ja, natürlich. Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat. Was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. Schummeln, ihn gewinnen lassen, fair spielen. Jo, erstmal etwas über die Familie. Ihr habt Geschwister? Zwei Schwestern und einen Bruder. Wo sind sie jetzt? Sie sind nach der Verderbnis nach Südhang gezogen. Ich schreibe ihnen nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Ha, ich bin dran. Wir bleiben fair. Na schön, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Vergesst die Förmlichkeiten, wir setzen Prioritäten. Ja, ich auch. Man muss sagen, irgendwann reicht das. Und Kallen ist ja wohl mit Cassandra, das sind ja wohl die, die sich beinahe ausnahmslos mit der Inquisition beschäftigen. Ihr könnt nicht immer nur ernst sein. Gut, ihr vielleicht schon. Ich schätze, ihr habt gewonnen. Gut gespielt. Das nennt man wohl Glück. Können wir vielleicht seine Familie herholen? Fände ich jetzt gerade sehr schön, aber ich denke kaum, dass das möglich sein wird. Schade. Lesen. Liebe Mia, ich bin noch am Leben, dein liebender Bruder Kallen. Mal ehrlich, ist es denn so schwer? Wir dachten, du wärst tot, wieder einmal. Wäre die Inquisition nicht in allem Munde, hätten wir nie erfahren, dass ihr großartiger Kommandant Haven überlebt hat. Wir haben in letzter Zeit seltsame Dinge über die Templer gehört und ich bin nicht unglücklich darüber, dass du sie verlassen hast. Ich dachte anfangs, dein Abschied von ihnen sei lediglich zwangsläufig geschehen, als du dich der Inquisition angeschlossen hast, aber du warst damit mehr bezweckt, nicht wahr? Ich weiß, es ist sinnlos, dich darum zu bitten, aber versuch auf dich aufzupassen, deine dich liebende Schwester. Siehst du, wie leicht das ist, Mia? Ich glaube, es haben wir tatsächlich gerade bewirkt, indem wir uns einfach mal mit ihm auseinandergesetzt haben. Es lohnt sich also auf jeden Fall, Dialoge hier zu führen. Und das werde ich auch auf jeden Fall weiterhin tun. Nicht immer mit allen Charakteren, aber wir werden in jedem Video, jedes Mal, wenn wir zur Feste kommen, hier mit einigen sprechen. So sollte diese Auswahl jetzt aber mal genügen und wir werden uns jetzt wieder unseren Aufgaben widmen. Wirklich genial. Man könnte aus dem Spiel noch so viel Umfang herausholen. Es ist unglaublich. Allein was die Himmelsfeste hier an dieser Stelle bietet, ist der helle Wahnsinn. So. Wir haben aber sehr, sehr viele Aufgaben. Und ich bin gespannt, was jetzt über den Bürgermeister von Kammwald zu berichten gibt. Und oh Gott, die Karten quellen hier fast über. Inquisitionsboni 1. Hier. Das Wissen, die Ausrüstung und die durch die Zusammenarbeit mit Meisterschlossern gewonnene Erfahrung, die nötig sind, um selbst die schwierigsten und raffiniertesten Verriegelungsmechaniken zu öffnen. Machen wir. Ferelden. Die Banditen, vor denen wir gewarnt wurden, sind Geschichte, richtet dem Southland-Jungen unseren Dank aus. Vielleicht kann er ja in der Küche arbeiten, Liliana. Nicht so gemein. Der Bürgermeister von Kammwald. Ein Brief an die Torwache der Himmelsfeste. Ich habe gehört, der Bürgermeister von Kammwald wurde gefunden. Steckt ihn in eine Zelle, sobald er hergebracht wird. Da kann er ein bisschen schmoren, bis der Inquisitor ihn rausholt, um über ihn zu richten. Also müssen wir wohl über den richten.
Inquisitor. Oh, die Gesellschaft. Okay. Obwohl der Großteil Havens zerstört ist, konnten die Sturmbohlen intakte Ausrüstung sicherstellen, die während des Angriffs verloren gegangen war. Und darüber hinaus die Leichname einiger Feinde bergen, die womöglich Erkenntnisse darüber liefern, womit wir es hier zu tun haben. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Sturmbohlen dank der Hilfe ferelischer Truppen einige Flüchtlinge retten konnten, die noch nicht von dem Ereignis in Haven gehört hatten. Meine Leute haben sie wohlbehalten hierher gebracht, unter ihnen befinden sich natürlich Bauern, aber auch zahlreiche fähige Handwerker und sogar einige Soldaten. Nachdem sie den Ausmaß der Zerstörung in Haven gesehen haben, brennen sie nun darauf, der Inquisition zu helfen. Freut mich. Die verschwundenen Sucher aufspüren. Der Dämon des Knights in Cyril Falls Schanze gab sich als Lordsucher aus, doch der Mann selbst oder sein Leichnam wurde nie gefunden. Da unter den korrumpierten Templern keinerlei Mitglieder ihres Ordens waren, geht Cassandra davon aus, dass Corypheus ihm und den anderen Suchern etwas angetan hat. Gesetzt den Fall, dass sie eine Spur hinterlassen haben, ist es vielleicht möglich, herauszufinden, was geschehen ist. Ja. Liliana, Cassandra zufolge besitzen die Sucher zahlreiche geheime Verstecke. Dort sollt eure Leute als Erste suchen. Inquisitor. Dann macht das mal. Inquisitor, ihr habt eine Reihe von Elfenartefakten aktiviert, die für die Messung der magischen Energien des Schleiers benutzt werden. Für die Betrachtung waren die Messungen recht nützlich. Würden wir allerdings die Messungen aller Artefakte koordinieren, bin ich sicher, dass wir Risse aufspüren können, die sich noch nicht einmal geöffnet haben. Ich habe skizziert, wie wir Magier der Inquisition auf ganz Orlais und Ferelden verteilen könnten, um diese Artefakte auf koordinierte Art und Weise zu aktivieren, sofern ihr das für sinnvoll haltet. Ja, ich kann Soldaten abstellen, um die Sicherheit der Magier zu gewährleisten. Nun denn. Dann mach das mal. Orsamas Freundschaft. Ui, König Harrowmond, von uns damals in Origins in Kraft gesetzt, erklärt sich offiziell bereit, der Inquisition zu helfen. Josephine, ich rate dazu umgehend, eine Delegation nach Orsama zu schicken, um dieses Bündnis zu besiegeln. Mach das. Fangen wir an. Das ist ja super. Boah, es gibt so viele Nebenaufgaben, das ist der helle Wahnsinn. Drachentext übersetzen. Ich habe über euren letzten Brief nachgedacht und da ich euch nach dem Zwischenfall in Cumberland eine Gefälligkeit schulde, Moment, ist das hier ein neues Gebiet, das wir betreten können? Überquerung der Schwefelgruben, Ursprung der dunklen Brut finden. Kommandant Cullen, uns liegen verschiedene Berichte über dunkle Brut in der Region vor, aber es ist nicht leicht, ihren Ursprung zu bestimmen. Die Schwefelgruben machen ihnen weniger aus als uns und wir vermuten, dass sie von der anderen Seite kommen. Unsere Truppen könnten eine Brücke über die Gruben bauen, damit wir diese sicher überqueren und die dunkle Brut aufspüren können. Allerdings brauchen wir dafür Zeit der Bauarbeiten, beträchtliche Ressourcen, um die Sicherheit der Männer zu gewährleisten. Ich erwarte eure Befehle, Sir. Der Bau einer Brücke in dieser verfluchten Gegend wird kein Spaß, aber ich kann genug Leute abstellen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kommandant Cullen, dank der Verstärkung, die ihr geschickt habt, konnten wir die Brücke mit minimalen Verlusten bauen und gegen die dunkle Brut befestigen. Letztere kommen aus den Ruinen, die tevederischen Ursprungs zu sein scheinen. Gemäß eurer Befehle habe ich meine Männer angewiesen, sich auf Patrouillen zu beschränken, die Ruine untersucht. Bis die Ruinen untersucht werden können. Dankeschön. Noch nicht. Ursprung der Schwefelgruben. Kommandant, wir haben eine erste Materialschätzung für den Bau einer erhöhten Brücke über die Griffe und Schwefelgruben in Westgraden vorgenommen. Wir werden 10 unserer Ingenieure und 6 Wagenladungen Bauholz brauchen, um die Brücke fertigzustellen. Allerdings würden sie unsere Truppen erlauben, das Gebiet in sicherer Entfernung zu den giftigen Gasen zu durchqueren. Beziehungen. Ein Wort zum Comet von Val Fermin und wir können eine Brücke errichten lassen. Dann mach das mal mit Beziehungen. Ich bin gespannt.
Inquisitor der Comte von Valferim hat uns mit Freuden seinen Arbeiter und reichlich Material für unser Vorhaben zur Verfügung gestellt. Letzten Endes, ihr könnt die Brücke inspizieren, sobald es eure Zeit erlaubt. Venatori-Aktivitäten unterbinden. Lilianas Spione haben Befehle hochrangiger Kommandanten der Venatori in die Hände bekommen. Zahlreiche Magier reisen nach Westen, um etwas von großem Wert für unsere Sache auszugraben. Die Inquisition muss zuerst finden, wonach der Feind sucht. Die Region ist weitläufig, aber Liliana wird hier ein Netzwerk bemühen, um Corypheus Handlanger aufzuspüren. Die Venatori schicken einige ihrer besten Scholaren in die Wildnis. Wir müssen ihr genaues Ziel herausfinden. Machen wir. Schön, dann können wir die ganzen Aufgaben jetzt doch erledigen. Die Venatori lagern in einem Gebiet, das als fauchende Ödnis bekannt ist. Sie schinden ihre Sklaven zu Tode und lassen sie alte Gebäude im Sand ausgraben. Die Inquisition sollte rasch einschreiten, denn sonst schlage ich den Venatori selbst den Schädel ein und ihr braucht eine neue Sperrin. Harding. Neues Gebiet verfügbar, das gefällt mir ja gar nicht. Fauchende Ödnis. Die Westgrate. Fauchende Ödnis, ist das jetzt ein neues Gebiet? Ich nehme jetzt einfach mal die gleiche Truppe mit wie vorhin. Fauchende Ödnis, ein neues Gebiet. Ich kann es kaum glauben, um ehrlich zu sein. Aber erwarte schon, dass das ein neues Gebiet sein wird. Die fauchende Ödnis. Wir waren ja eigentlich gerade bei den Westgraten noch aktiv beschäftigt. Ein neues Gebiet. Aber es könnte ja theoretisch auch ein recht kleines Gebiet sein. Ich denke mal nicht, dass wir es hier jetzt mit einem riesigen Gebiet zu tun haben. Aufstieg. Ich suche noch immer nach dem Aufstieg in Dragon Age. Inquisition. Also ich muss schon sagen, Hut ab für das Spiel. Hut ab. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir es hier jetzt mit einem riesigen, phänomenal gigantischen Gebiet zu tun haben. Denn dafür sind die Westgraten zu gigantisch ausgefallen. Ich denke eher, das wird etwas kleineres sein, wo es mehr oder weniger um... Oh. Konntet ihr das Gebiet kartografieren? Ich habe getan, was ich konnte, euer Gnaden. Hier gibt es nichts außer viel Platz. Wenn es hier nichts von Wert gibt, kann Corypheus diese Ruinen von mir aus haben. Als wäre hier nichts von Wert. Ach Gott, nee, wir wollen nicht... Wir machen es mal, komm. Die Wüste gewinnt allein durch eure Gegenwart unglaublich an Wert, Speeren Harding. Wann habt ihr euch das denn ausgedacht? Ich hatte unterwegs ein wenig Zeit. Ich habe etwas gefunden. Alte Zwergenruinen an der Oberfläche. Das ist eigentlich unmöglich, aber seht selbst. Die Venatori legen sie frei, mit Hilfe ihrer Sklaven. Was auch immer sie wollen. Wir müssen es vor ihnen finden. Ich habe nordwestlich von hier Venatori gesehen. Vielleicht sollten wir mit ihnen anfangen. Ich fand bei einem von ihnen diese Karte. Vielleicht geht aus ihr hervor, wohin sie wollen. Viel Glück. Das ist ein ganzes Gebiet. Was zum Teufel? Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ja. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Ich
Ich hoffe, ihr denkt das gleiche, was ich gerade denke. Wie verdammt riesig ist dieses Spiel? Lass dich von der Schatzkarte zu dem Grab führen. Ja, es hört sich so einfach an. Ja, oder was ist das denn da vorne? Jäger. Endlich sehe ich einmal ein neues Gesicht. Hütet euch vor diesen Magen. Hört auf die Winde. Ja, ja. Das Gebiet ist ja mal wieder riesig. Das ganze Spiel ist riesig. Ich bin natürlich begeistert, aber wow. Wahnsinn. So, Risse nahe der Bucht. Ich denke mal, damit fangen wir an. Sand und Verfall. Minatori-Lager. Steinbrüche, pipapo. Erstmal im nächsten Video die Risse. Ich denke mal, das wird ein guter Anfang sein, um das neue Gebiet hier zu erschließen. Ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir auch noch in den Westgraten eine Aufgabe haben. Die gibt es dann direkt nach diesem Gebiet her. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Dragon Age Inquisition ist scheinbar wirklich endlos groß. Was soll ich sonst dazu sagen? Wir müssen mal ganz kurz einige Spielstände löschen. Dauert noch ein bisschen. Ihr seht selber, weil ich immer neue Speicherstände anlege. Summiert sich das dann natürlich auf eine schiere Masse hoch. So. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Dragon Age Inquisition. Der Umfang des Spiels ist wirklich der helle Wahnsinn. Wir werden es natürlich komplett durchspielen. Wow, die Bäume wackeln ganz schön stark. Wir werden es auf jeden Fall so gründlich wie jetzt durchspielen, denn ich möchte euch von diesem Spiel alles zeigen, was es zu zeigen gibt. Denn es macht mir einfach nur unglaublich viel Spaß. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier, ja, auf der Suche nach den Venatori.